Yo, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mal mit einem kleinen Infovideo noch zu unserem Turnier, das schon am Sonntag sein wird, um halt die restlichen Fragen und sowas zu beantworten, damit ihr halt alle bereit dafür seid. Die erste Frage, die am häufigsten gestellt wurde, ist, ob dann die Karten aus dem neuen Set World Superstars auch erlaubt sind auf dem Turnier. Und klar werden die das sein, also genau wie bei einem normalen Turnier. Sofort an dem Erscheinungstag sind die ja eigentlich erlaubt. Also falls ihr jetzt einfach so am Wochenende, nachdem das Set erschienen ist, bei euren Locals, Hobby League oder sowas mitspielen würdet, dann wären die auch erlaubt und genauso wird es auf dem Turnier sein. Und zu demselben Thema, dann hat auch einer die Frage gestellt, und zwar Karten aus Promos und Jumps und sowas, wie in Amerika diese eine Stardust Dragon, das Spark Dragon oder so ein Scheiß, wie der heißt, und Black Widow's Moon Dragon und sowas. Die sind ja theoretisch gesehen TCG erlaubt, aber bei uns halt nicht Europa, weil es die bei uns noch nicht gibt. Und auf normalen Turnieren bei uns oder wie vorhin das Beispiel Hobby League oder so, sind die ja auch nicht erlaubt. Also deswegen auch nicht auf unserem Turnier. Sind unten in der Beschreibung, Videobeschreibung, nochmal die ganzen Regeln und so. Lest euch das nochmal durch. Dann müsst ihr für Sonntag eigentlich alle bereit sein. Wir sind eigentlich voll. Also schon lange voll, 64 Spieler, aber ich würde es nicht wundern, wenn viele dann erste Runde frei losbekommen, weil die meisten halt unzuverlässig sind. Aber ab der zweiten Runde sollte es dann gehen und ihr da einen Gegner haben. Zu den Spielern, ein paar interessante Spieler sind dabei, ein paar Favoriten, dann ein paar persönliche gute Freunde, ein paar Fans, Zuschauer, treue Abonnenten, denen ich es gönnen würde. Dann sogar ein paar Leute, die sich extra ein Dueling Network Account gemacht haben dafür. Und das wird dann ihr erstes Duell dort sein, zumindest eines der ihrer ersten Spiele da drauf. Es wird jede Runde ein Feature Match geben. Und dann halt vom dritten, vierten Platz und dann das Finale halt. Wenn ihr eins haben wollt, dann könnt ihr mich gerne anschreiben, bevor ihr euer Duell anfängt. Ansonsten, wenn ihr euer Duell halt selber drehen wollt und dann auf euren Channel packen wollt, dann ist es, glaube ich, selbstverständlich, dass ihr dann irgendwie erwähnt, dass halt das Team Bubble Tea Turnier war und uns halt dadurch dann irgendwie erwähnt, falls es dann auf euren Channel kommt. Ansonsten, für die Glücklichen, die dann Erster, Zweiter und Dritter werden und die Booster gewinnen, müsst ihr mich halt dann irgendwie kontaktieren und mir eure Adressen geben. Dann schickt unser Sponsor euch eure Preise. Ansonsten war es das eigentlich schon. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich noch irgendwas Wichtiges erwähnen sollte. Falls ich irgendwas vergessen habe, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr das gerne einfach in die Kommentare schreiben. Ansonsten blende ich noch einen kleinen Clip von unserem Sponsor ein. Checkt unsere anderen Videos ab, checkt unsere Sponsoren ab und ciao. Ha 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 ha!